Meine Lieben, ich bin wieder da mit dem Video und zwar haben wir heute den 13. Dezember. Also wieder Auspackvideo-Zeit und so. Ich mache wieder den Adventskalender auf vom 13. Dezember natürlich. Und ja, ich fange wieder an mit dem Tausch-Adventskalender. Hier ist diesmal so ein Päckchen drin mit so einem Teilchen drauf und das finde ich schon die ganze Zeit richtig cool. Weil das ist ein. Ja, Metall. Metall? Nee, kein Metall. Harz, denke ich. Oder sowas. Jedenfalls finde ich das Teil ganz cool. Und die kann man bestimmt auch gut gebrauchen. Davon könnte man nur mehrere auf jeden Fall gebrauchen. Ne? So. Dann mache ich mal auf. Gucken, was hier drin ist. Okay, doppelt eingepackt, hält besser, ne? Mit so einem Sternchen, mit so Wackelaugen. Ist auch eine süße Idee. Und hier sind so, ja, Looms drum. Ich habe auch schon überlegt, meine Looms erst zu verbasteln, sozusagen, weil ich weiß nicht, was ich damit sonst noch machen soll. Ich habe so viele Looms noch. Mal gucken, was denn hier Schönes drin ist. So ein Tütchen. Okay, hier ist so ein Anhänger drin, ein Handy-Anhänger oder sowas. Könnte man jetzt dafür nehmen. Und zwar, ich schätze, mit dies Harz gemacht. Mit so Zitronenscheiben und Limetten drin. Finde ich auch mal richtig cool. Sowas in der Art habe ich auch schon gemacht mit so einem Fläschchen. Und ich finde das richtig cool. Ich habe das jetzt im Meeresfeld, habe ich das gemacht. Habe ich mal drei so eine Fläschchen gemacht und ich finde die richtig cool, diese Fläschchen. Dann haben wir von der Scrapbook-Werkstatt wieder ja, so ein Teebeutelchen. Mal gucken, was wir denn heute drin haben. Da ist noch was, glaube ich. Ja, irgendwas ist da noch. Okay, ist alle. Zwar haben wir hier ein Holzteil als Umschlag in grün. Und mir kommt das echt so vor, als wenn sie immer die Reste verarbeitet haben da drin. Die haben wir wohl Sticky. Ja, Sticky Notes. Einmal hier so ein paar. Dann haben wir diese noch. Und diese. Die waren wohl da drauf. Sehe ich gerade. Ja, das war wieder das da drin. Und dann haben wir wieder so eine Tüte von der lieben Jennifer. Und hier bin ich mir zu 90% sicher, dass da ein Stift drin ist. Aber wie Bolle auch, ne? Und zwar ein Stift. Jo, ist wieder so ein Stift, wie sie mir letztens schon reingepackt hatte. Und zwar diesmal in Lagunenblau ist das. Letztes Mal habe ich ja die deutsche Schrift gesucht. Das habe ich nachher nach dem Video gefunden. Da steht es drauf, Lagunenblau. Ich habe die Stifte immer noch nicht ausprobiert, weil ich im Moment nicht dazu komme, aber ich finde die richtig cool, diese Stifte, weil die haben eben, wie gesagt, hier eine so eine dünne Spitze. Zum Kolorieren sind die jetzt eher nichts, hat sie mir geschrieben. Die sind jetzt eher, also zum Malen und Schreiben und so, natürlich nicht. Die sind eher so für Stempelabdrücke, zum, ja, für Stempel zum Bemalen, damit man eben, ja, richtig coole Stempelabdrücke machen kann, ne? Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Und freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Sind auf Wasserbasis. Das weiß ich ja auch schon. Das stand hier auch irgendwo. Ja, da. Wasserbasis. Farbton. Farbstofftinte auf Wasserbasis.
Finde ich sehr cool. Dankeschön, liebe Jennifer. Ich freue mich immer so auf diese Päckchen. Kann das jeden Tag immer gar nicht erwarten, die aufzumachen. Ja, wie gesagt, ich freue mich wieder über die Sachen, zumindest hier drüber und auf jeden Fall auch hier drüber. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall ja morgen im nächsten Video. Tschüss!